eigentlich ganz sicher, dass es nicht stattfinden kann, weil die Qualifikationswettbewerbe, die eigentlich zur Berechtigung führen, auf Hawaii zu starten, sind alle schon abgesagt worden und auf nächstes Jahr verschoben oder auf Termine, die eigentlich mit Hawaii kollidieren. Für mich ist allerdings das nicht so, dass da eine Welt zusammenbricht oder ein Lebenstraum. Das sind Dinge gewesen, die habe ich mir in den letzten 2, 3 Jahren so ausgedacht, dass ich das nochmal machen möchte. Aber wenn es dann nicht stattfinden kann, dann ist es halt so. Natürlich meinen Entwicklungsplan jetzt für die Qualifikationsrennen im Mai und im August runtergefahren. Man kann nicht die ganze Zeit auf so einem hohen Niveau trainieren. Im Moment geht es darum, überhaupt die Kondition zu erhalten. Und dafür habe ich natürlich diese wunderbaren Möglichkeiten, hier in meinem Innenhof aufs Fahrrad zu gehen und praktisch Trockenfahrradfahren zu machen, auf der Hamsterrolle, wie wir das sagen. Ich habe dann in meinem Werkraum ein Gerät, mit dem ich also 21 verschiedene Kraftübungen simulieren kann. Mit dem versuche ich so einigermaßen gute Schwimmübungen zu machen. Und beim Laufen dürfen wir ja im Gegensatz zu Jan Frodeno in Spanien noch unser Haus verlassen. Ich kann also hier in den Pinneberger Wald gehen oder ich kann in unser Baumschulengebiet gehen, um dort meine üblichen Laufrunden zu drehen.